Perfektionismus auf dem Wasser. Viele versuchen ihn zu erreichen, nur wenige kommen der idealen Fahrtenjacht wirklich nah. Die ideale Fahrtenjacht kann es sowieso nicht geben, sie ist eine Illusion. Doch wie nah kommt die neue Halberg Rassi 400 dieser Illusion? Der Test soll Antworten liefern. Als die Yachtcrew samt Werftchef Magnus Rassi mit dem neuesten Wurf in Ellös die Line losmacht, strahlt die Sonne auf die schwedische Westküste. Das sind heute auf alle Fälle perfekte Testbedingungen. 5 in Böen, 6 Beaufort, so kann sich die 13 Meter über alles messende Rassi gleich mal beweisen. Und das, obwohl sie erst wenige Tage überhaupt im Wasser ist. Die 400 ist übrigens die Schwester der 40C, über die wir bereits berichtet haben, als wir sie im skandinavischen Winter einem echten Härtetest unterzogen. Beide Yachten bauen auf demselben Rumpf auf, die 40C mit Mittelcockpit, bei der 400 sitzt man zum Segeln Achtern. Wer in den engen und berüchtigten Gewässern der Westscheren um die Insel Orust navigiert, freut sich über einen Local, der das Revier bestens kennt. Vor allem, wenn man mit so einem exklusiven 11-Tonner und einem Tiefgang von 1,92 unterwegs ist. Magnus Rassi lotst zwischen den Felsen hindurch, sodass sich Yachttester Jochen Rieker voll aufs Segeln konzentrieren kann. Mit den knapp 100 Quadratmetern Tuch am Wind ist die Schwedin für ein reines Fahrtenboot gut bestückt. Problemlos beschleunigt sie auf und über ihre Rumpfgeschwindigkeit. Auf 40 Grad hart am Wind schafft sie 7 Knoten. Bei flachem Wasser lässt sie sich dabei mühelos an der Windkante entlangführen, ohne deutlich langsamer zu werden. Gennaker oder Code Zero fehlen noch an Bord, dennoch ist die 400er bei Halbwind mit über 8 Knoten unterwegs, Raumschots im Mittel 9. In Böen steht auch mal die 11 auf der Logge. Das ist ein starker Anfang. Außerdem fällt auf, wie sicher sie sich händeln lässt. Böen pariert sie stoisch. Der Rudergänger muss zu keiner Zeit den Sonnenschuss fürchten. Das schafft Vertrauen. Die Doppelruderquadranten hat Konstrukteur German Freers weit nach Achtern und außen gesetzt. Selbst bei stärkerer Lage bleibt dadurch alles unter Kontrolle. Alles top unter Segeln? Einen kleinen Punkt der Kritik gibt es. Der Großschot-Traveler hakt unter Last. Zum einen lässt er sich nicht so einfach loswerfen, weil er durch eine Hebelklemme läuft. Zum anderen hakt der Schotwagen. Magnus Rassi hat umgehende Behebung der Probleme angekündigt. Nach einem ausgiebigen Segelschlag geht es zurück in den werfteigenen Hafen. Dennoch steht eine ganze Menge Arbeit an, sowohl an als auch unter Deck. Aber zunächst geht's für die Crew ab in die komfortablen Kojen. Manchmal muss man auch Glück haben. Und das hatten wir gestern beim Test der Halberg Rassi 400. Fast karibische Bedingungen an der schwedischen Westküste, 6, 27 Grad und Wind bis 18, in Böen auch über 20 Knoten. Also perfekt, fordert dem Boot auch schon einiges ab und gibt sehr viel Vertrauen in seine Fähigkeiten. Darüber sprechen wir gleich noch, Segeleigenschaften, Steuerverhalten, alles prima. Wie ist das Boot einzuordnen? Es ist der gleiche Rumpf wie bei der Halberg Rassi 40C, die vor gut einem Jahr auf den Markt kam. Hier nur mit einem Achtercockpit, also mit einem anderen Deck und dadurch auch der Option für zwei Gästekammern im Heck. Die sehen wir uns gleich an, aber zuerst werfen wir einen Blick ins Cockpit. Die Steuerposition ist wirklich hervorragend gelungen und zwar nicht nur im Stehen, das ist ja wichtig, aber wer lange Turn segelt, weiß, dass man am Ende entweder dem Autopiloten übergibt oder dass man eben dann auch doch sitzt. Und für das Sitzen hat, auch für Sitzen hat die Halberg Rassi 402 Optionen, die beide super bequem sind. Zunächst mal, was mir sehr gut gefällt, ist das hohe Sill.
hier zur Seite. Das ist einerseits optischen Gründen geschuldet. Magnus Rassi wollte nicht die Linie, oder Hermann Frers, der Designer, nicht die Linie brechen. Deswegen haben die die Höhe praktisch bis ganz nach Achtern durchgezogen. Man kann sich also hier tatsächlich, wenn man steht und so ein bisschen die Lage ausgleichen möchte, komplett anlehnen mit dem Oberschenkel. Man kann auch so ein bisschen peilen, ein bisschen weiter raus. Also es ist richtig gut. Wie auf Regattabooten ursprünglich erfunden, gibt es kleine Tritte für den Steuermann. Auch eine gute Erinnerung, dass man es mit der Lage nicht übertreiben sollte. Die gleichen ungefähr 20 Grad Lage aus. Und man kann auch bis 30 Grad da sicher drauf stehen. Aber darüber wird es dann tatsächlich ein bisschen rutschiger oder ungemütlicher, unsicherer. Und dann weiß man einfach, man muss reffen. Wie ich schon sagte, sitzen geht natürlich auch. Also zum einen hier. Das ist eigentlich meine Lieblingsposition. Da baumeln die Füße ein bisschen, aber man hat wirklich guten Blick. Aus dieser Position sehe ich auch die Trimfäden von der Genua besser. Man sieht immer den unteren Faden im Stehen oder hier im Sitzen, aber nicht die darüber liegenden, also mittleren und oberen Faden, weil der Mast, also der Abstand zwischen Mast und Achtercockpit, man sieht das ja hier, ich bin wirklich quasi auf der letzten Rille des Bootes, sehr groß ist. Das ist bei der 40C, der Schwester mit Mittelcockpit, die ja den gleichen Rumpf hat, viel besser, weil der Abstand nicht so groß ist, man kann besser in die Fäden gucken. Aber es ist kein grundsätzlicher Makel, man muss nur sich darauf verlassen, dass, also wenn der untere Faden wirklich stark steigt, dann weiß man, dass der ganz obere komplett verwirbelt und dann muss man entweder dichter schoten, die Genua, oder ein bisschen abfallen. Die zweite Sitzposition ist, ich weiß gar nicht, welche mir am Ende doch besser gefällt, ist diese hier. Da sitzt man vom Wind geschützter, kann sich hinten anlehnen. Man kann sich aber auch hier, also man hat quasi eine Armlehne. Das ist besonders lässig. Und man kann trotzdem komplett, hat die volle Sicht durch die Cockpitscheibe nach vorne. Und man kann von hier tatsächlich ergonomisch gut, sehr gut sogar, die Genua-Schoten lösen oder holen. Jetzt ist das ein Boot, das mit allen Extras kommt, also auch mit dem kompletten elektrischen Winchpaket. Das bedient man hier rüber. Aber sollten sie ausfallen oder für denjenigen, der das nicht möchte, die Genua kann ich wirklich sehr gut kurbeln oder eben auch dann lösen. Kein Problem. Die Großschutt ist ein bisschen weiter weg. Für die Großschutt reicht es bei mir so gerade, aber da muss ich mich schon übers Rad beugen. Und holen kann ich die jetzt ernsthaft nicht mit einer Winchkurbel, weil also hier könnte ich so ein bisschen so mit einer Ratschenbewegung arbeiten. Aber wenn die unter Last kommt, das ist schon nicht mehr so optimal. Das heißt, Einhandtauglichkeit ist eingeschränkt. Oder wenn, dann eben tatsächlich nur in Abhängigkeit vom Autopiloten möglich. Dann muss ich dem das Kurshalten übergeben und muss dann tatsächlich um die Steuersäule rum. Und zum Beispiel hier jetzt, wenn die Großschutt hier drauf läge, die Großschutt lösen. Die Winchgröße, das sind 40er und die Primärwinchen sind 50er von Luma, ist dem Namen nach eigentlich ausreichend für so ein Boot. Tatsächlich ist die aber eigentlich aus meiner Sicht zu klein, zumindest dann, wenn man sie mechanisch, also manuell bedient. Elektrisch geht das, da gab es keinen Mangel an Kraft. Aber wenn man hier jetzt zum Beispiel das Pfeil wirklich auf maximale Spannung kurbeln will oder auch zigmal die Großschutzspannung anpassen will, das wird mühsam. Also da würde ich mir hier eine 44er wünschen oder man geht den wirklich konsequenten Weg und sagt, alles elektrisch, was es natürlich gibt. Was so ein bisschen nach Spaghetti und Chaos aussieht hier, ist auch so. Diese Leinenkästen, die sind natürlich immer voll, wenn man sein Cockpit sauber halten will, aber sie sind riesig. Also ich kann das mal hier demonstrieren. Erst hier komme ich an Anschlag. Wir haben die ausgelitert, das sind 80 Liter Fassungsvermögen und die gehen auch hier bis ganz nach außen. Was man wahrscheinlich jetzt auf der Kamera nicht so gut sieht. Aber tatsächlich passt alles überschüssige Schotmaterial da rein
Und ja, wenn man alles aufeinander wirft, hat man ab und zu auch eine Wuling. Das ist aber immer so. Das passiert auch, wenn man die Schoten oder Fallen ins Cockpit schmeißt. Aber man kann mit diesem Boot, wenn man auch nur ein bisschen Ordnung hält, tatsächlich das ganze Cockpit leinenfrei halten, was ich für einen echten Vorteil halte. Gibt es irgendwas, was sich künftige Eigner oder Interessenten ernsthaft überlegen müssen? Ja, das gibt es. Das Stauraumangebot an Deck ist nicht überbordend. Unter Deck ist das in Ordnung oder sogar sehr gut. An Deck ist das hier eine von zwei Bugskisten in der 3-Kabinen-Version. Und dann gibt es noch eine weitere, 8er mittig. Da hatte ich jetzt auf mehr gehofft und erwartet, ehrlich gesagt. Aber hier passt auch nur mit allergrößter Mühe ein Gennaker rein und wahrscheinlich schon nicht mehr einer, der in einem Strumpf gefahren wird. Ein Code Zero sehe ich da nicht für ein Boot dieser Größe. Also Bordräder ja, vielleicht knapp zwei, aber das wird dann schon eng. Was relativ viel Stauraum bietet, sind diese Kästen, aber der Zugang ist schwierig. Das heißt, da muss ich gut sortieren, da muss ich Sachen reinpacken, die ich auch mit langer Hand noch gut greifen kann. Da wäre eigentlich der Zugriff von oben besser, allerdings müsste man dann Drainagen schaffen. Das wäre aufwendiger. Ich glaube, die Werft hat hier tatsächlich den Aufwand gescheut und keinen Toploader verbaut, sondern nur diesen seitlichen Zugriff. Also wir haben auch noch einen Ankerkasten, da passen sicherlich die Fender rein oder wenn man die Fender anderswo unterbringt oder ans Heck benzelt, was man ja eigentlich bei einem schönen Boot nicht machen sollte, dann kriegt man vorne in den Ankerkasten auch einen Gennaker oder einen Code Zero rein. Aber alles in allem bedeutet das, wir haben ungefähr nicht mal ganz 1000 Liter Stauraum an Deck und das hat heute auch eine Hanse 315. Also da muss man drüber nachdenken, wer auf Langfahrt gehen will mit so einem Boot, wirklich ernsthaft Langfahrt, der sollte doch überlegen, ob nicht die 40C die bessere Wahl ist für ihn, weil die etwas mehr Stauraum bietet. Die hat aber dann nicht die Option für die dritte Kammer. Die andere Alternative, wenn es dieses Boot sein soll, ist einfach 2-Kabinen-Version wählen. Dann ist der Zugang zu einem riesigen Stauraum über diese Steuerbord-Bugskiste im Cockpit gewährleistet. Und dann gibt es auch kein Halten mehr. Also da passt dann wirklich auch absolut alles rein. Es geht also um die Frage, für welchen Einsatz die Yacht gedacht ist. Das Layout kann entsprechend gewählt werden. Im Standard oben gibt es eine Achterkammer und die riesige Bugskiste samt einem großen Bad. Das Testboot ist als Option mit Doppelachterkammer und zwei kleineren Nasszellen ausgebaut. Der grundsätzliche erste Eindruck beim Hinabsteigen des Niedergangs? Es ist wie eh und je bei Hallberg Rassi. Feinster Ausbau, perfekt lackiert, aber mit moderner Formensprache. Im Vorschiff gibt es zwei Optionen. Diese mit Inselbett, was gut ist, weil es von beiden Seiten aus begehbar ist. Also wenn man nachts der eine oder andere das Bett verlassen will, dann muss der nicht über den anderen krabbeln oder irgendwie sich mit angezogenen Beinen da nach außen mit einer Rolle rückwärts verabschieden. Das ist gut. Die Maße sind nicht in Ordnung für so ein großes Boot, was ja wuchtig ist und auch ein riesen Heck hat, was eigentlich jedes Volumen, jeden Komfortanspruch erfüllen müsste. An der breitesten Stelle ist es über 1,50 Meter breit, das ist in Ordnung. Aber dort, wo es am meisten drauf ankommt, nämlich im Schulterbereich, ist dieses Bett, diese Version nur 1,25. Und das ist für zwei eigentlich, naja, es ist machbar, aber es ist unnötig eng. Und deswegen würde ich hier am Ende doch, obwohl ich es von der Gesamtanmutung hübsch finde, zu einer V-Koje raten. Und ansonsten der Ausbau natürlich wirklich schön. Die Holzmaserungen stimmen. Das macht Hallberg Rassi ja tatsächlich noch selbst. Die kaufen nicht Furniere, sondern die schälen die noch selbst oder messern sie wählen sie dann aus, sodass die ganze Harmonie des Bootes, was insbesondere bei Eiche wichtig ist, weil das ein relativ lebendiges Furnier ist oder Holz ist, was wichtig ist. Große Menge haben wir nicht festgestellt. Es gibt
Eine kleine Besonderheit, die versteckt sich hinter der Tür zur Eignerkammer. Da ist ein Wandschrank, hinter dem der Inverter verbaut ist. Der ist jetzt nicht serienmäßig, aber wahrscheinlich werden 100% aller Eigner diesen wählen. Und der produziert relativ viel Abwärme. Und die kann man wiederum fast schon als Ölzeugschrankbeheizung interpretieren. Aber funktioniert jedenfalls so. Das ist also ein Goodie, was man mit dem Inverter geschenkt bekommt. Achtern in der Kammer sind die Kojen mit 2,5 Meter x 1,45 dann auf alle Fälle komfortabel. Außerdem gut, die große Kopffreiheit über den Polstern. Was mir gut gefällt, ist die Pantry, die als L ausgeführt ist, aber hier vorne noch so ein kleines angedeutetes U hat, was bedeutet, dass man sich ganz gut hier verkeilen kann, wenn man arbeitet. Viel Arbeitsfläche, sehr gut, alles, was man an Stauraum braucht, wenn nicht sogar mehr als das, was man braucht. Die Option für einen sehr großen Kühlschrank hier und noch einen zweiten hier vorne. An der Stelle kann man wahlweise auch eine Spülmaschine einbauen oder noch mehr Stauraum vorhalten. Das ist der Standard. Es gibt auch was, was uns nicht gut gefallen hat. Das ist noch nicht so ganz klar, woran es liegt. Als erstes dachte ich schon mal visuell, boah, wieso jetzt diese 80er-Jahre-Technik von Schiebetüren wieder. Magnus Rassi sagt, dass er das deswegen vorgesehen hat, weil dann immer der volle Zugriff auf das Staugut während auch der Herdbenutzung gegeben ist. Das ist schon richtig, aber man könnte das natürlich auch dadurch lösen, dass man hier einen partiellen Teil offen lässt, des Stauraums, also für Flaschen, für was auch immer, und rechts und links die Zugänge schafft. Die Volumina, die hier sich hinter verbergen, die sind tatsächlich riesig, weil das sehr weit runter geht und unter diesem Bodenbrett ist nochmal ein bisschen Stauraum. Also das ist fantastisch. Allerdings, meine Erfahrung ist, dass die Dinger entweder, das tun sie hier nun, entweder ein bisschen klemmen, das war auf See gestern noch deutlicher zu spüren, dann sind sie schon mal nicht so toll, und dass sie, wenn sie nicht klemmen, oder wenn man am Windlage fährt, dass sie sich auch so ein bisschen nach vorne rütteln. Also ich persönlich finde, dass das auch visuell nicht die absolut schönste Lösung ist. Ich bin mal gespannt, ob Eigner sich hier noch was anderes wünschen oder ob die Werft sagt, nee, das kriegen wir nicht gut genug hin. Also es fehlt nicht an der Stabilität. Vielleicht liegt das daran, dass wir gestern hier einen ganz leichten Wassereinbruch hatten, als wir das Deck gewaschen haben. Und dieses kleine Fenster im Fenster war gefühlt zu, aber tatsächlich war es nicht komplett verriegelt. Dann ran hier so ein bisschen Wasser rein. Das stand dann auch hier drin und natürlich quillt das Holz, obwohl es lackiert ist. Aber jetzt sind 24 Stunden vergangen und wie man sieht, die Dinger klemmen immer noch. Also das ist, man kann das natürlich mit Seife oder mit irgendwas versuchen, gängiger zu machen. Ich kenne das von meiner Comfortina 32, die ich vor 20 Jahren hatte. Da waren die Türen allerdings nur so hoch. Da war das auch so. Entweder die haben sich freigeschaukelt im Seegang oder sie klemmten. Eigentlich nicht so toll. Und man hat die gleiche Lösung, findet die auch in den beiden Bädern. Da ersetzen sie die sonst, den sonst an einem Scharnier befindlichen Tür für den Spiegelschrank. Ja, kann man machen. Bei einem Boot dieser Klasse finde ich es nicht schön genug, ehrlich gesagt, und auch nicht funktional genug. Und da würde ich mir wünschen, dass die Werft nochmal drüber nachdenkt. Ansonsten ist der Ausbau wirklich hübsch, quer gemasert. Das streckt das Boot oder zieht es sozusagen, obwohl es ohnehin schon breit ist, noch weiter in die Breite. Es ist ein ruhiges Ambiente. Es ist wirklich gelungen und man sieht langsam, dass Heiberg Rassi jetzt im 21. Jahrhundert wirklich endgültig angekommen ist, was den Innenausbau betrifft. Nicht nur mit dem Eichenholz, was mittlerweile von 80% der Eigner gewählt wird, sondern auch mit der in der Formsprache. Klasse finde ich, dass die Sitzecke im Salon mit einem riesigen Tisch, wo man ohne jedes Problem alle 6 Crewmitglieder unterbringen kann, wenn nicht auch 8 oder 9, wenn man in einer größeren Runde klönen will. Die Achterkammern sind wirklich
gut gelöst. Man kann auf der Koje sitzend sich frei bewegen. Die Kojenbreite ist mit 1,45 Meter auf Schulterhöhe auch sehr adäquat. Also da gibt es nichts zu bemängeln. Und wie gesagt, auch Stauraumangebot passt hier, anders als an Deck. Handwerklich bleibt die Werft ihrem exzellenten Ruf treu. Optisch ist sie dem Zeitgeist folgend frischer und offener geworden. Und damit kommen wir zum Preis. Segelfertig möchte Halberg Rassi gut 516.000 Euro für die 400er haben. Das Testboot in der Deluxe-Ausstattung mit E-Winschen, Bug- und Heckstrahlruder, ausfahrbarem Flachbildfernseher und, kostet dann aber mit 800.000 Euro nochmal eine ganze Stange mehr. Dafür bekommt man aber eine Yacht, der man vertrauen kann. Und das für lange Zeit. Und wie ist jetzt das Fazit für den Test der Halberg Rassi 400? Naja, wir sind extra hier auf die 40C gegangen, ihr Schwesterschiff, weil tatsächlich für Eigner, die sich für ein Boot dieser Größe, für ein wirklich gutes Fahrtenboot dieser Größe interessieren, die Frage unausweichlich ist, 40C mit Mittelcockpit oder die 400 mit Achtercockpit und der Option auf zwei Gästekammern im Heck. Ich persönlich, ehrlich gesagt, würde wahrscheinlich am Ende doch dieses Boot wählen, weil ich finde das Deck noch hübscher. Man hat quasi ein Walk-Around-Heck, weil der Kajütaufbau früher endet, kommt man komplett ums Schiff und es wirkt auch visuell noch hübscher. Ich persönlich bräuchte auch nicht die zwei Achterkammern. Ich finde dann die noch komfortablere Eignerkammer auf dem Mittelcockpit-Schiff besser. Aber das ist meine Meinung. Die 400 lässt eigentlich wenig offen, außer dass sie in der Dreikabinenversion einfach zu wenig Stauraum an Deck hat. Das ist eine Einschränkung. Und ansonsten war das wahnsinnig schön und auch wirklich überzeugend, was die auf dem Wasser abgeliefert hat. Und der beste Beweis für ihre Fähigkeiten war eigentlich, dass wir der Halberg Rassi 50C, die da drüben liegt, die unser Fotoboot war und die unter Maschine locker 9,5 Knoten läuft, einfach davon gesegelt sind. Und unser Fotograf und sein Fahrer, die mussten am Ende das Großsegel dazusetzen, um uns wieder einzuholen. Und das spricht auf jeden Fall Bände, was die Leistungsfähigkeit des Rumpfs betrifft. Das ist große Klasse und das gilt für dieses Boot genauso wie für die 400. Die ideale Fahrtenjacht. Selbst wenn es sie nicht gibt, kommt die Halberg Rassi 400 ihr in vielen Bereichen nahe. Ihr träumt schon lange von einer Langfahrt? Dann solltet ihr euer Einfamilienhäuschen vielleicht versilbern und das zu einem sehr guten Kurs. Falls ihr euch jetzt gedanklich schon von eurem Eigenheim verabschiedet, solltet ihr aber bedenken, dass die 400 bereits bis Ende 2022 ausverkauft ist. So lange könnt ihr aber mal einen Blick in den Test werfen, jetzt in der Yacht 18 2021.